Servus Freunde und herzlich willkommen hier zu den Nintendo News der Woche bei Street Pass Germany. Wie ihr wisst, war ich letzte Woche ja auf der Leipziger Buchmesse, genauer gesagt auf der Manga Comic Con. Deswegen habe ich vor den News noch ein paar kleine Szenen für euch zusammengeschnitten, hauptsächlich aber vom wichtigen, vom Nintendo Stand. Schaut's euch an und dann geht's los mit den News. Super Bomberman R soll ein gratis DLC erhalten. Das wurde im Rahmen des Game Furious Livecast angekündigt. So soll es neue Charaktere und Stages geben. Weitere Inhalte wurden bisher aber noch nicht bestätigt. Yo-Kai Watch Wibble Wobble oder Wubble Wobble ist am 30.03. für iOS und Android erschienen. Wenn ihr euch dieses süße Spiel anschauen wollt, dann haben wir für euch natürlich ein kleines Video gemacht. Breath of the Wild hat ein neues Update auf Version 1.1.1 bekommen. Das Update soll die Spielerfahrungen verbessern. Viele berichten von einer stabileren Framerate. Bestätigt wurde dies aber nicht. Kurz nach Release der Switch häuften sich Probleme mit den Joy-Con und den Handgelenkschlaufen. Viele haben diese verkehrt angebracht und nicht mehr abbekommen. Im Rahmen unserer Serie Nintendo Basics zeigen wir euch nun, wie ihr diese richtig anbringt und bei falschem Anbringen ohne Probleme wieder abbekommt. Gefühlt ein Jahr zu spät bringt Nintendo Deutschland nun ein Einführungsvideo zu Pokémon Go Plus. Dies zeigt euch lediglich, welche Vorteile ihr damit habt. Nebenbei ist in Pokémon Go auch das Wasserfestival zu Ende gegangen. Alle Spieler weltweit fingen zusammen 589 Millionen Carpador. Hattet ihr Glück und konntet ihr einen Shiny Carpador ergattern? Ich leider irgendwie nicht. Es könnte sein, dass die Inhalte der nächsten Nintendo Direct geleakt worden sind. Demnach soll die Direct im April erscheinen und einige neue und ein paar aufgewärmte Themen enthalten. Unter anderem ein Paper Mario HD Remake, Super Mario Maker für die Switch, die Virtual Console und noch viel mehr. Die Tatsache, dass der Inhalt auf 4chan gezeigt wurde, macht die Sache aber unwahrscheinlicher als eh schon. Also warten wir lieber ab. Offiziell erscheint LEGO City Undercover zwar erst nächste Woche am 6. April, wir hatten jedoch diese Woche schon die Möglichkeit es zu spielen und haben euch einen kleinen Einblick verschafft. Ganz großes Thema sind die Ladezeiten, welche absolut katastrophal sind und das obwohl sie besser als auf der Wii U sind. So Freunde, das war's mit den Nintendo News der Woche hier auf Street Pass Germany. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ansonsten, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, gerne abonnieren. Und dann würde ich sagen, bis nächste Woche und haut rein.